Naja, wenigstens bekommen wir hier wieder ein bisschen Geld zusammen. Na, noch hier drüben hin. Der Safe. Warte mal, hier müssen wir halten. Moment, erstmal hier die Teile mitnehmen. Könnte es sein, dass wir hiermit irgendwas auslösen und die anderen Sachen gar nicht mehr mitnehmen können? Aber das Ding hier haben wir bereits gesehen. Was ist da drin? Irgendwas, das damals lebendig war. Aber ja, das haben wir bereits gesehen und zwar in dem Büro bei der Schwester in der Realität. Naja, ob es die Realität ist, können wir gar nicht sagen. Wir gehen mal stark davon aus, dass es die Realität ist. Wegen der Zeitung und den Anzeigen und den Steckbriefen und eben wegen der Krankenschwester. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Habt ihr das gesehen? Der Wächter. Munition, sehr gut, für die Shotgun. Okay, laden wir durch. Wie kommen wir hier durch? Wir haben den Schlüssel. Geht ihr hier rein? Tja, wer braucht schon einen Schlüssel? Wenn man es auch so machen kann. Okay, hier drüben müsste ein Spiegel sein. Ich will mich aber erstmal hier ein bisschen umsehen. Noch ein bisschen Gel mitnehmen, wenn es geht. Was wurde hier schon wieder getrieben? Wir machen hier eine richtige Zeitreise. Passt. Zwei Wege, zwei Sockel. Erstmal hier drüben hin. Okay, gehen wir zurück. Und diesmal sind wir hier. Der besorgte Typ also. Direkt bei den Zeitungen. Tja, das Ganze muss wirklich irgendwie mit uns in Verbindung stehen. Chris. Wer ist Chris? Der Vorarbeiter. Okay, die haben die Katakomben entdeckt. Und schon ist wieder jemand vermisst. So viele Menschen. So viele Menschen verschwinden. Meine Frau verschwindet. Ich will gar nicht wissen, was mit meiner Tochter ist. Hört ihr das? Was zum Geier ist das? Eine Waschmaschine? Ach, der Ventilator hier oben. War der schon immer an? Nun gut, was nehmen wir diesmal? Wir nehmen das hier unten. Oh, kann ich gar nicht mitnehmen. Toll, hat sich gelohnt. Hätte ich lieber mal einen anderen genommen. Egal, jetzt haben wir es genommen. Irgendwann mal werden wir es brauchen. Keine Ahnung wann. Aber der Tag wird kommen. Gut, schauen wir mal. Was können wir hier Neues nehmen? Fitness. Mehr Rennen. Mehr Schaden beim Zuhauen. Was nehme ich mir? Was nehme ich mir? Das hier wäre gut. Das hier wäre gut. Die wären beide gut. 8 Sekunden.
Das Gewehr verwenden wir gar nicht so oft. Die Bolzen habe ich einmal hier schon. Die Spritzen, die Streichhölzer. Okay, ich würde sagen, wir machen mal hier drüben bei der Heilung weiter. Und den Rest, den sparen wir wie immer eben. Aber wenn wir uns schneller hochheilen können, ist auch ein großer Vorteil, wie ich finde. Man hat es ja gesehen, die Spritzen, die bringen gar nicht so viel. Also da sollte man schon ein bisschen weiter die Wirkung erhöhen. Gut. Da bin ich wieder. Und wir gehen hier rum. Im Grunde egal. Auf beiden Seiten wartet der Tod. Wie kann Leslie hier noch überleben? Oder Kidman? Wo bin ich denn hier gelandet? Erstmal Gel mitnehmen. Diese Kakerlake, dieser Speichellecker, ernährt sich von mir und meiner Arbeit. Ich muss noch herausfinden, woher er die Kombination für meinen Safe wusste. Doch dafür ist jetzt keine Zeit. Ich bin so nah dran. Niemand kann mir diese Daten je wieder nehmen. Es sind meine. Meine. Der einzige Weg. Wer auch immer den Safe als nächstes öffnet, sollte bereit sein, den Preis dafür zu zahlen. Der Safe. Den, den wir gesehen haben. Ja, und irgendwas war da drin. Irgendeine Masse war da drin. Wow. Okay. Nicht übel. Könnte man irgendwann vielleicht noch gebrauchen. So viel Munition, dass wir keine tragen können. Schon lange nicht mehr erlebt. Was war das? Ah, Kacke. Ich bin gefangen. Oh, wow, 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 wow. Da wäre ich beinahe reingelaufen. Sowas ist mies. Was nun? Knochen. Kann ich irgendwo hoch? Kann ich irgendwas mitnehmen? Können wir hier hoch? Nee. Ja, jetzt bin ich hier unten und weiß nicht wohin. Haben wir noch eine andere Tür, noch eine andere Möglichkeit? Hier war die Falle. Hier war die Munition. Und hier ist zu. Also, was müssen wir hier drüben machen? Was können wir hier machen? Sagen wir es mal so. Denn ich sehe hier rein gar nichts. Und die Flammen hier bringen mir null. Vielleicht irgendwas zerstören, damit das Tor hier runterfällt. Unangenehm. Richtig unangenehm. Wenn das hier runterkommt, bin ich am Ende. Ah, Mist. Wir können nicht klettern. Okay, gehen wir nochmal hier oben hin und schauen mal. Wenn ich hier irgendwo dagegen feuern würde. Yep, das funktioniert. Deswegen so viel Munition. Oh, verdammt! Wow, 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 wow. Der hat zwei Köpfe. Oh.
Holy shit! Oh nein, der kommt wieder. Boah, ich dachte eben gerade, der steht wieder auf. So viel zum Thema, wir haben viel Munition. Eine Ratte. Ich habe eine Ratte gehört. Aber eine Ratte ist mein kleinstes Problem hier. Warte mal, hier kann ich mich durchquetschen. Da hängt jemand. Noch hier drüben hin. Nun gut. Gehen wir mal hier durch. Eine Flasche. Alles klar, der ist immer noch am Leben. Boah, was sind das hier für Freaks? Die sind ja schlimmer als die anderen. Das Extrem in seiner puren Form oder sowas. Was haben wir hier? Okay, Moment. Das Ding hier. Hol das hier nach unten. Nee, hier können wir nicht nach oben, oder? Hier drüben ist nichts an den Seiten. Nee, das bringt null. Komme ich hier durch? Zu. Was haben wir hier? Ah. Kein Weg hier durch. Ah, jetzt. Oh, verflucht. Verflucht. Okay, wir müssen erst die hier wegholen. Oh, verdammt. Die kleinen Freuden des Lebens. Oh, verdammt. Okay, warte mal, ich brauche irgendwas anderes. Alles klar, sehr gut. Eis, Eis, Eis ist gut. Eis ist geiler Scheiß. Feuer habe ich nur noch einen. Strom hat nicht wirklich viel gebracht. Gut, noch einmal Eis. Hui. Das war eine Ladung. Und hier ist meine Belohnung. Nicht besonders viel. Jetzt will ich hier aber irgendwas bekommen. Kann ich wieder zurück? Oh shit, wo geht's da hin? Moment, Moment, Moment. Ich will hier noch so einen. Ich finde die ziemlich gut. Ich stelle jetzt hier noch einen her. Ich habe ja relativ viele Teile. Also, wir können wieder zurück. Jetzt gehen wir hier nach unten. Ich will wissen, was da unten ist. Oh, da ist gar nichts. Da ist Gift. Da ist nur jede Menge Gift. Irgendein Gas. Könnte sogar irgendwas aus dem Erdreich sein. Wäre ja durchaus möglich hier unten. Ich habe keine Ahnung, wie tief wir sind.
Hallo? Wo seid ihr? Gott, seid ihr scheiße hässlich! Oh Mann, die machen mir hier das Leben ganz schön schwer. Lass deine Finger von mir. Ah, verdammt! Ah, Mist. Und das nehmen wir. Toll. Oh Mann, so hätte ich sie auch töten können. Oh, holy shit. Jetzt gib mir das.